Hallo, ich probiere jetzt mal hier mit der Render-Distanz rum. Ich sehe gerade beim Aufnehmen habe ich jetzt hier schon nur 20 Frames, weil ich die Grafikeinstellung extrem hochgeschraubt habe auch. So habe ich aber direkt wieder 30 Frames, wenn ich weite Sicht habe, aber nicht über diese weite Sicht hinaus. Das ist jetzt von dem Modpack, wie heißt es? Optifine, genau. Hier auch bei Quality, alles auf Fancy und Anti-Aliasing und anisotropische Filterung. Bei Details habe ich alles auf Fancy gestellt. Mal gucken, wie der Unterschied jetzt ist. Ich muss eben noch auf Vollbild stellen, sonst habe ich nicht die volle Auflösung. Wo war das denn jetzt? Finde ich das nicht mehr. Jetzt habe ich hier wieder. So. Ja, so viel ist grafikmäßig schon besser aussehen. Man sieht hier beim Anti-Aliasing, dass ich jetzt hier keine gekachelten. Ja, es ist alles schön in einer Linie. Nicht so verpixelt. Ja, wir hatten uns eine volle Eisenrüstung gemacht und wollten auf die erste Mining-Tour gehen, wo wir alles mitnehmen werden. Und ja, ich habe jetzt auch mal den Ton runtergestellt, den Ingame-Sound und das Mikrofon ein bisschen näher gehalten. Und wir brauchen Birkenholz. Okay. So. Dann gehen wir uns doch mal eine Höhle suchen. Ich hoffe auch, dass diese Mikroruckler nicht zu stören sind. Ach, dass ich hier dann ständig runtergehen muss. Muss ich mir auch was einfallen lassen. Ich wüsste auch was. Aber dafür muss ich erstmal einmal runter. Schon keinen Bock, gleich wieder hoch zu müssen. Ich mache mir erstmal einen Wassereimer. Kann man auch gut fürs Mining gebrauchen, um die ganze Lava in den Tiefe oder tiefsten Tiefen auszuschalten sozusagen. Oh, ein Schleim über Wasser, das ist schön. Schleim können wir gut gebrauchen. Ah, es ruckelt. Warum ruckelt es? Ich glaube, es hängt mit meiner Grafikkarte zusammen. Ich habe mir eine gebrauchte gekauft, die aber fast 2 Jahre Garantie noch hatte. Und da ruckelt bei mir auch Internet und einfach alles so zwischendurch mal. Besonders in Videos oder halt Spielen. Ist ein bisschen doof, aber. Huch, da ertrinke ich. Ich nehme auch hier diese Tintensäcke mal mit von den krakenähnlichen Dingern. Da erinnere ich mich auch, dass man die für irgendwas brauchen kann. Für irgendwas gebrauchen und einfach mal mitnehmen. Oder das Clay. Ja, wir sind jetzt eh auf einer Rohstoff-Sammeltour. Dann nehme ich auch mal Clay mit, wenn ich jetzt eine Schaufel hätte. Das ist leider hier kein Birkenholz, aber ich nehme das Holz trotzdem mit. Obwohl das jetzt auch weiß wird. Oh, hier kriege ich dieses andere Rubber raus. Ne, hier kriege ich auch Dschungel-Rubber.
Holz hier raus. Gut, da kann ich mir auch wenigstens eine Schaufel machen. Ja, zwei Sticks brauchen wir. Gut. Gut. Wo sind meine Fackeln? Habe ich keine Fackeln mehr? Ein paar Holzplanken lasse ich mir für die Mining-Tour übrig. Um, ja, man kann ja nie wissen, wenn man sich mit irgendwas Neues machen muss oder so. Clay ist ganz nützlich. Für Solar Panel, glaube ich. Und ich spiele es auch für die schwierige Variante von Feed the Beast. Also sind die Rezepte nicht so einfach zu bekommen. Das ist eigentlich für mich auch so ein Anreiz. Oder der, also einer der Anreize, warum ich das spiele, weil das halt nicht so total einfach alles ist, sondern wirklich eine Herausforderung, auch so größere Sachen mal zu bauen. Habe ich was wieder angetrunken? Also, antrunken ja nicht, ey. All the clay. Wenn man es über Wasser abbauen würde, wird es schneller gehen. Nee. Das Essen haben wir auch dabei. Ah, ich hätte eine zweite Pickaxe mehr machen sollen. Aber da finde ich bestimmt noch so Edelsteine. Den letzten lasse ich einfach mal da drin. Jetzt halte ich doch mal auf. Ja. Vielleicht ist da hinten das eine Höhle. Da ist so ein grauer Fleck in diese Richtung. Oh, sieht nicht nach einer Höhle aus. Das hier vielleicht auch nicht. Also hier ist auf jeden Fall immer genug Clay. Also Lehm ist eigentlich immer in so Gewässern. Oh, ein grünes Bienen, das habe ich auch nicht gesehen. Da jetzt mal. War das jetzt die graue? Ne. Das ist die graue Fläche. Jo. Höhle, sehr gut. Eisen können wir gebrauchen. Ich dachte gerade schon, wäre ein Creeper. Dieses Grasteil da. Ist aber auch scheiße. Ungünstig platziert. Oder aber auch Zinn. Zinn brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube, das ist Salpeter. Ne, Aluminium? Ne, Aluminium. Damit kann man. Ich höre gerade einen Enderman. Mit Aluminium kann man ganz coole Fackeln machen, die so bläulich leuchten. Gib mir das Zinn. So, erstmal was essen. Kupfer. Brauchen auf jeden Fall Redstone. Ich glaube 5 Diamanten waren es. Zinn, Eisen, Gold. Und Birkenholz am besten. Oh, eine größere Höhle. Und da leuchtet es. Mist, was habe ich jetzt gemacht? Mal die Fackeln auf eine andere Taste legen. Und es ist gerade so dunkel hier bei mir im Zimmer irgendwie. Ich habe jetzt auch mal die Fenster ganz zugemacht. Ich hatte die nicht mal halb offen, sondern so viertel, dass ich die so schräg einfach nur hab. Und es war ja vorletztes Mal ziemlich laut. Mit den Lastern. Ich nehme das schon gar nicht mehr wahr, weil das ich halt seit 13 Jahren ununterbrochen wahrnehme.
Wenn die Fenster erstmal auf Kipp sind, dann ist es noch viel lauter. Kein Monster bisher. Ich leuchte erst immer so ein bisschen aus, sonst spawnen die hier. Habe ich auch schon Redstone ne, das sind. Genau, die brauchen wir auch, die Edelsteine, damit ich mir so eine Handsäge machen kann, die den Marmor bearbeiten kann. Kohle ist auch nützlich, genau, brauchen wir auch wieder. Auf Level 30 kommen wir dann locker, bis wir hier wieder raus sind. Volle Eisenrüstung haben wir ja. Schon mal gut. Ich weiß gar nicht, wie lange ich die Folgen machen soll. Eine Stunde ist auf jeden Fall zu lang. Ich werde die wahrscheinlich 45 Minuten aber machen. Man kann auch immer vorspulen, wenn gerade nichts Interessantes passiert. Aber ich will es nicht auf gut Glück sozusagen oder auf Verdacht einfach mal alles mal vorspulen, wenn es ein bisschen langweilig wird, das ist ja auch scheiße. Das sind ja auch, ja, es gibt ja auch, ja, Leute sind halt unterschiedlich und dann ist halt besser, wenn man das selber halt regelt. Regelt. Erfahrungspunkte, Kupfer. Gut. Haben wir hier soweit alles. Gehen wir mal weiter. Da ist Lava. Böck. Dann ist das Skelett. Ist das von oben? Ich verstehe nicht, warum ich hier Creeper-Geräusche höre. Ich hab schon Angst, dass von oben was runterkommt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob man dieses Zinderbar braucht. Man kann da Quecksilber draus machen. Ich glaube, Quecksilber brauche ich erst ganz spät. Geräusche sind von Enderman oder ist er? Enderperlen brauchen wir auch ganz gut. Aber oh, warum muss das jetzt werden? Das Ruckel. Yes, eine Enderperle, sehr gut. Das wird essen und wir uns wieder aufladen. Und weiter geht's. Enderperle. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wofür man das genau braucht. Also es gibt viele Sachen, aber. Ah doch, ich glaube, ich weiß wofür. Für eine Ender-Chest, beziehungsweise zwei Ender-Chests. Und ja, das sind halt Truhen. Also erstmal zur Enderperle selbst. Wenn man die wirft, dann teleportiert man sich dahin, wo die halt aufkommt. Und bei der Ender-Chest ist es dann so, dass die Gegenstände, wenn man zwei Ender-Chests hat mit dem gleichen Farbcode, aber man kann ja so. Das sind so drei. Ja, Flecken, sage ich mal, einfach auf der Kiste. Und da kann man halt verschiedene Farben einstellen. Und zwei mit demselben Farbcode, die sind dann miteinander verbunden. Und wenn halt in einer Kiste ein Gegenstand ist, ist das auch in einer anderen Kiste. Und das brauchen wir relativ am Anfang. Weil. Also es gibt hier so zwei Methoden, um effektiver Rohstoffe zu sammeln. Man könnte sogar fast drei sagen. Also die eine ist mit einer Effizienz 5 Spitzhacke oder Effizienz 4 Spitzhacke, die mit Fortune 3, also Glück 3, dass man ganz viel Rohstoffe aus einem so ein Erz kriegt und auch ganz schnell. Zweite Sache sind Turtles. Turtles sind so Computer, die man programmieren kann, die sich bewegen und
Ja, den kann man zum Beispiel eine Spitzhacke in die Hand drücken, aber auch ein Schwert. Dann kann man die programmieren, dass sie dann irgendwas excavaten, oder was heißt das auf Deutsch? Ausnehmen, also zum Beispiel ein 4x4 Feld, beziehungsweise 40x40 Feld. Oder auch 40x40 Raum, 40x40x40 in dem Fall. Dass sie dann einfach alles abbauen und dann am Ende in so eine Truhe tun, dann hat man halt die Rohstoffe, aber das ist nicht so meins irgendwie. Ich finde das irgendwie cooler. Es gibt noch eine Sache, die heißt Quarry. Ich weiß auch nicht, was auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall ist das eine Maschine, die mit so einem Laserarm auch ein bestimmtes Feld auslasert. Ich glaube, bis zu 64 mal 64 und dann bis zum Boden runter und dann alles mitnimmt. Was dann natürlich auch Strom kostet. Also kostet beides Strom, beziehungsweise in dem Fall ist es eine Mod. Also es gibt verschiedene Mods. Natürlich gibt es verschiedene Mods. Aber es gibt eine Mod, eine große Mod, die ich nutzen werde, die mit Strom arbeitet. Das sind Energy Units. Energy Units per Tick. Also pro Zeiteinheit. Ich glaube ein Tick. Ach, ich weiß nicht mehr, wie lang ein Tick ist. Und das andere hat Megajoule, also Kraft. Und diese Quarry läuft mit Kraft. Und ja, das werden wir dann alles noch sehen, wie wir das dann befeuern können. Ich weiß das gerade alles nicht mehr auswendig, ist halt wie gesagt ein Jahr her. Gibt es verschiedene, also sehr viel verschiedene Methoden. Ich werde das vielleicht mit Lava irgendwie machen oder mit Solareinheiten. Aber erst brauchen wir jetzt Rohstoffe. Und das lasse ich auch mal da oben, wir finden noch genug Kupfer. Jetzt erstmal ein bisschen tiefer gehen hier. Kohle brauchen wir auf jeden Fall am Anfang viel, damit wir erstmal Energie haben. Wir können Kohle am Anfang als allererste Energiequelle nutzen. Ich glaube, ohne Kohle geht auch erstmal gar nichts. Das ist sozusagen die Initialzündung. Können wir auch hier sehen, dass Kohle 4000 Energy Units bei einer ist das jetzt Watt EU-Politik? Nee. Jedenfalls ist es ein Potenzial, eine Kohle von 4000 Energieeinheiten. Und es gibt es. Und die wird ausgegeben mit 10 Energieeinheiten pro Zeiteinheit. Oder für eine andere Mod 3,2000 Hitzeeinheiten. Das kann in Steam umgewandelt werden. Also noch habe ich mich jetzt nicht wieder theoretisch damit auseinandergesetzt. Ich wollte erstmal so die Anfangsphase selber nochmal überstehen und dann gucke ich mir die ganzen Sachen nochmal im Detail an. Soll ich runtergehen? Oh, das ist Uran. Ne, doch nicht. Wir sind jetzt auf Level 39, 38 und der Minimap. Dann sieht man auch die ganzen Monster. Sieht schon ein bisschen beängstigend aus. Hier haben wir ein Todesende. Was? Nur 90 Meter bis Home. Also sind wir ja direkt unten drunter. Ach, oben links auf der Karte sieht man ein Minensystem. Ist auch ganz cool. Vielleicht gehen wir mal zu der Lava da, wo ich in die Richtung zeige, da könnten dann Diamanten sein. Spinnen hört man gerade auch wieder. Ich will eigentlich jetzt eher Redstone, Gold und Diamanten finden. Der Rest den findet man sowieso auf dem Weg. Ja genau, wir brauchen ja auch Gravel beziehungsweise Flint. Und wenn man das Gravel abbaut, hat man gesehen, kommt man den Flint raus. Feuerstein. Acht würde ich schon gerne haben. Aber ich kann das Gravel auch immer wieder abbauen einfach. Boah, schon volles Inventar. Oh mein Gott. Die Gefahr ist bei Vizibis ist natürlich noch höher, dass man volles Inventar kriegt, aber dann gibt es auch Methoden, um das zu handeln. Stimmt, das hätte ich mir auch
habe ich auch nicht mehr angedacht. Man auch schon machen können. Erstmal eine neue Spitzhacke oder auch zwei. Fuck, ist euch von beiden zwei. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Kann ich das mit Stein abbauen? Fuck. Oh ne, das ist mega nervig. Muss ich erst drei Eisen dafür verschwenden? Alter Schwede. Brauchen wir mal Eisen. Da. Kann ich schon ein bisschen ausleuchten. Boah, ist echt gefährlich hier. Ja, wo habe ich das denn abgebaut? Pyramid. So. Na endlich. Ist hier noch irgendwas? Eisen. Oh, die Erfahrungspunkte nicht. Ah, wir haben gleich schon zwei Stacks Kohle. Genau, ich hätte mir so eine Miner's Bag, heißt sie, glaube ich, machen sollen. Brauche ich String und gucke ich gleich mal nach. Eisen können wir wirklich gut gebrauchen. Eisen. So, wie heißt es? Miners. Hier. Miners Backpack. 4 String, 2 Wolle. Eine Kiste, 2 Eisen. Hätte ich eigentlich nur ein paar Spinnen töten müssen. Ja, und Schafe nochmal. Dann hätte ich 15 extra Slots gehabt. Kam ich von hier? Ich kam von überall, glaube ich. Oh, da habe ich Zinn übersehen. Zinn ist wichtig. Aber wir sind hier wohl direkt wirklich unter unsere Base. Dann kann ich da auch irgendwann mal direkt straight nach unten graben. Ich kann gerade bei dem Eisen nicht widerstehen. Ich glaube, Kupfer gibt in tieferen Tiefen nicht mehr. Deswegen sollte ich das doch mitnehmen. Uiuiui. Ui. Steine nehme ich gerne. Boah, so ständig hier was wegwerfen muss. Boah, jetzt haben wir das nicht mehr auf. Das grüne Zeug brauchen wir auch nicht. Das hier auch nicht. Fackeln bitte. Zack. Oh oh. Hab ich doch was Holz vergessen. Naja, sehr lange werden wir dann hier wohl nicht verharren können. Ja, das wusste ich alles nicht mehr. Oh, ist ja nicht so schön.
Was eine Decke ist, das übersehe ich meistens irgendwie. Hier geht es noch weiter. Lass uns langsam mal tief kommen. Kupfer nehmen wir gerne mit. Kupfer. Hier geht's hoch. Wo ist es? Ich hasse das. Wenn ich das nicht sehe. Du. Oh, come on. Geh ich jetzt hier lang? Na komm. Hä, kam ich nicht gerade von hier? Ich bin verwirrt. Hier geht's nach oben. Hier kam ich ganz ursprünglich. So viel Kupfer. Auf dem Rückweg werde ich mich wahrscheinlich einfach hochbauen. Oh, verdammt. Ach, null Herzen verloren. Ah, jetzt sehen wir leider nicht mehr, wo der Minenschacht ist. Ich werde tiefer gehen. Da ist er. Wie komme ich da hin? Ich gehe mal da oben lang. Was zur Hölle? Der mich jetzt von da getroffen? Ach nee, das Ding war da. Wir müssen eigentlich so in diese Richtung gehen. Nichts, das kein totes Ende. Sieht aber irgendwie so aus. Ich hasse das da. Das wäre so langsam. Hier irgendwo hin, außer wieder an die Oberfläche. Ja, da wo wir schon waren, können wir dann hin. Ja, dann kommen wir so schnell nicht zum Minenschacht, dann muss es doch irgendwie einfach so irgendwo lang gehen, wo noch nicht erforscht ist. Guck, mal runterspringen. Ach, jetzt bin ich schon. Oh fuck. Penis! Stirb! Ich wusste, dass er dreimal stirbt. Da waren wir ja schon. Ah, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ich will es auch nicht überall hingehen, wo wir schon waren, dann kommen wir sowieso wieder nur zu toten Enden. Ich grab einfach mal ein bisschen nach unten. Weil man hört ja auch hier die Monster. Und das war ein. Ah, ach. Das ist bestimmt ein Spinnenspawner. Dass auch so viele sind, ey. Oh, zwei Minenschächte. Unten rechts ist auch ein Minensystem. Die wollen mich alle fressen, glaube ich. Soll ich ihnen noch einen Kopf? Stirb. Ja, String. Ach du Scheiße. Aber es sind keine Cave Spiders. Eigentlich können die hier. Oder gibt es keine normalen Spinnen-Spawner? Meines Wissens. Ach du Scheiße. Ja,
regeneriert es nicht. Oh Mann, ein Fehler. Mach von mir aus, explodier halt. Ich glaube, ich explodiere. Alter, das hat eine fette Höhe. Ist der Fall gerade auf die Spinne da oben? Ich will einen String haben. Und Spinnen. Ich bin ein bisschen nervös, weil hier alles so dunkel ist. Sind wir auf Level 26, das ist schon mal sehr gut. Enderman. Puh, ist da noch Fehler? Die darf man nicht angucken, sonst werden die sauer. Aber ich hoffe, wenn man die mit Schwert kaputt schlägt, sind die auch sauer. Shard of Minion. Den nehme ich. Das braucht man nicht. Gut, jetzt wird es auch schon ein bisschen zügiger hier alles. Jetzt haben wir wieder keine Fackeln. Bäm, 64 Fackeln. Okay, Gold. Brauchen wir auf jeden. Auf jeden. Gut, haben wir dabei. Hier sind wir zu Hause. Ah, das ist eine andere Form von diesen roten Steinen. Das sind halt Rubine. Kacke. Ich hasse Wasser. So. Ich direkt abstellt. Auch wenn das cool aussieht und atmosphärisch, aber. Ach, es geht. Es kommt nicht von da, es kommt von weiter oben. Hier haben wir Zinn. Ich höre einen Schleim. Und da ist mehr Zinn. Und jetzt haben wir auch Lead, Blei. Blei kann man, glaube ich, auch gebrauchen am Anfang. Oh, hab ich gleich gesehen, was da runtergekommen ist. Huch. Oh! Aus der Hölle, auf jeden Fall ist ein Creeper. Ach, das Ding wieder. Ach, die Nerven. Oh. Hey. Ende. Aber da geht's zu Lava und dann baue ich mich halt zur Schlucht hin. Oh, ne, die Lava ist über uns. Scheiße. Ich dachte, die wäre tiefer, weil Lava normalerweise tief ist. Baue ich mich mal kurz hier hoch. Dann werden da wahrscheinlich eh keine Diamanten sein. Wenn die so niedrig ist, die Lava. Hört schon mal sich weg. Ich brauche alles, außer das. Außer dies. Bisschen höher noch bauen. War dann wohl doch zu hoch. Wie kommen wir jetzt am besten dahin? Ich gehe mal direkt zu der Ecke da. Thank you.
Lava, wo. Da, wo es noch Kupfer gibt, das habe ich auch noch nie gesehen. Und Kupfer halt nur ungefähr bis 30 existiert. Bitte kein Skeleton, der mich jetzt in die Lava schießt. Hier ist ja eh alles hell. Ja, hier ist nichts, wie man sieht. Aber ich hätte fast W gedrückt gerade, also für vorwärts gehen, statt E für Inventar. Dann bauen wir uns einfach zu der Schlucht. Ist ja nicht mehr so weit. Spitzhacke ist auch wieder mehr als halb durch. Ich nehme jetzt wahrscheinlich auch wieder etwas länger auf. Und über nichts hochgradig Famoses passiert. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie das Format insgesamt anders gestalte. Dass ich halt nur dann irgendwie aufnehme oder das hochlade. Wenn ich wirklich was mache, was ja, irgendwas baue, irgendwelche Maschinen baue. Und dann so Höhlentouren eher so ausnahmsweise sind. Aber diese erste Höhlentour werde ich jetzt auch erstmal komplett mitfilmen. Vielleicht werde ich das wieder beschleunigen. Weil es jetzt wirklich nicht so viel passiert. Aber alles beschleunigen hilft halt auch nicht. Ja, in der Schlucht haben wir schon ein paar Rohstoffe. Wir sind aber, glaube ich, immer noch nicht auf Diamant-Level. Das ist, glaube ich, irgendwie Level 12 oder so oder noch tiefer. Uran. Ach, weiß keine Lust. Ja, da war die Schlucht zu Ende, ne? Ja. Und dann sind wir auch schon Level 30. Ich hätte jetzt echt gerne Diamanten und Redstone. Und noch ein bisschen mehr Gold. Ansonsten müssen wir, glaube ich, alles haben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Huch. Uran. Uranium. Haben wir noch was zum Wegwerfen? Fällt gerade auch so gar nichts ein zum drüber reden irgendwie. Ein Creeper, Mann. Explodiere. Oh, schön. Die können auch von oben runterfallen manchmal. Direkt auf den Kopf. Wäre es lustig, wenn es sofort passiert wäre. Oh, Angry Zombie. Ein bisschen stärker. Der hält auch mehr aus. Ray.
ist es? Wahrscheinlich ist es über uns. Oder auch nicht. Ah doch, ist hier nur ein Kristall. Spring ich einfach mal direkt rein. Also Level 31, es könnte doch unter uns sein. Nein, das ist weg. Also es ist über uns. Die Möglichkeit. Oder? Ja, das sind dann so vorgefertigte Minenschächte hier. Die sind auch vom normalen Minecraft schon dabei. Und da ist die Hacke weg. Machen wir direkt so eine neue. Besser. Oh, ich habe glaube ich alles verschwendet. An Holzsticks. Ha, Mist. Oh, hier haben wir Holz. Sehr gut. Sehr gut. Böck. Crafting Table. Machen wir direkt zwei Hacken. Buch. Die Spitzhacke ist ja auch ganz gut, aber die ist langsam. Oder langsamer. Deswegen mache ich mir lieber zwei von den Saphir-Dingern. Grüner Saphir. Ach, Silber war das, haben wir. Ach genau, wir haben Silber, Zinn und Blei. Silber brauchen wir ja auch ein bisschen. So, was werfe ich jetzt weg? Fackeln kann man noch ein paar gebrauchen. Ich brauche auf jeden Fall das Holz. Noch mehr Holz für Fackeln. Nicht lange Fackeln. Aber hier wird es eigentlich ganz interessant. Boah. Kann mich echt nicht entscheiden. Ich hätte Kartoffeln kochen sollen. Spring Pop auf jeden Fall. Spider-Ei. Oh. Erstmal ein bisschen Holz noch mitnehmen. Aber ich finde die Grafik ist eigentlich sogar gut schon. Das ist dann Cave Spider, die können einen auch vergiften. Oh oh. Und die haben da hinten Spawner, wie man sieht. Gebt mir String. Wenn ich genug String sammle, dann kann ich. Ich kann glaube ich aus String Wolle machen. Also die Eisenrüstung, die hilft schon ganz gut gerade, sehe ich. Merke ich. Aus 9 String kann man glaube ich eine Wolle machen, dann kann ich mir hier so ein Backpack machen. Oh. Wenn man die 15 neue Slots hat. Man hängt halt so komisch fest immer in den Spinnenweben. Ich jetzt einfach mal mitnehme. 18, ich glaube auch 20 Stück insgesamt. Oh, 20. Versuche ich das direkt mal. Warum ist denn hier noch die Animation vom Spawner? Jo. Mist. Aber ich drück mal U, da kann man sehen, was man damit machen kann. Oh, ich brauch nur 4. Ja, dann ist das schön. Haben wir jetzt Wolle. 2 Eisen, eine Chest. Ja, Holz haben wir hier ja auch. Und noch 8 von denen. Muss ich eben 2 Eisen braten. Genau.
Das ist ja cool. Kann man das ja doch noch hier machen. Eisen, Eisen, Eisen. Ja, ich mach nur zwei. Schlimmer, schlimmer, schlimmer. So. Wolle haben wir. Tuck, tuck. Yes, nice. Ja gut. Ich kann dann alles rein, was so Erze sind. Das hier zum Beispiel nicht. Also ich drück Shift und linke Maustaste. Kommt halt, ist halt ein Miner's Backpack. Ich wollte das Backpack ins Backpack tun. Ja. Gut. Schluss mal von der Leiste, damit wir das nicht aus Versehen wegschmeißen. Und da wir jetzt auch Holz haben, können wir doch ein bisschen länger hier durchhalten. Aber ich glaube, ich werde mal hier einen Schnitt setzen. Weil das sind ja schon ein bisschen länger dabei. Beim nächsten Mal wird es dann in diesen Minenschacht weitergehen. Und dann werden wir diesen Minenschacht erforschen, nach Diamanten, Redstone brauchen wir. Ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ich nehme das hier eben noch mit. Okay. Bis dann. Tschüss.